Die Nullerjahre waren jetzt zugegebenermaßen nicht unbedingt der Höhepunkt fürs Actionkino. Und wie wir gesehen haben, gab es eine Menge Einheitsbrei, bei dem sich die Geister scheiden. Auch bei dem Thema Comicverfilmungen waren sich hier viele uneins. Ist das jetzt Action oder hat diese Gattung Film nun ihr eigenes Genre? Als ich für die 90er den ersten Blade in eine Liste aufnahm, gab es im Grunde gar keine Diskussion darüber, ob dieser Film in solch eine Liste gehört. Jetzt, wo der Markt förmlich überspült wurde, sah die Sache schon ganz anders aus. Selbstverständlich gab es bei diesem ganzen Wust aus Film auch den einen oder anderen, den ich links liegen gelassen oder vielleicht einfach übersehen habe. Aber dafür haben wir ja die geilste Community, die man sich wünschen kann. Denn ihr passt auf und haut uns die Sachen in die Kommentare. Dann wollen wir also mal sehen, was euch so aufgefallen ist und wo es bei mir Nachholbedarf gab. Und damit herzlich willkommen bei den besten Actionfilmen der Nullerjahre in der Community Edition. Starten wir mit einem Film, den ich aus reinen Geschmacksgründen nicht in die Liste aufgenommen habe. Klar, The Art of War kann man sich schon angucken, aber da gab es in diesem Jahr eben 10 andere Filme, die ich besser fand. Offenbar sehen das aber auch viele anders, denn schließlich habt ihr den Streifen nicht nur in den Kommentaren genannt, nein, es wurden auch 2 Fortsetzungen gedreht, auch wenn Wesley Snipes beim dritten schon gar nicht mehr dabei war. Weitaus spannender finde ich da allerdings eure Nennung von Battle Royale, auch wenn ich mich immer noch ein wenig schwer damit tue, den als Actionfilm zu bezeichnen, wüsste aber auch ganz ehrlich nicht, wie der sonst eingeordnet werden soll. Die Idee, die Schüler einer Klasse gegeneinander antreten zu lassen, bis nur noch einer übrig bleibt, ist schon ziemlich perfide. Und was Takeshi Kitano dann daraus macht, ist auch nicht gerade zimperlich. Schon extrem makaber, dass dieser Mann mit Takeshis Castle eine lustige Fernsehsendung hat, in dem 100 Japaner gegeneinander antreten. Und ich denke, wir sind uns da alle einig. Der Quatsch ist absoluter Kult. Battle Royale ist ein grandioser Film und maßgeblich für so einige Videospieltrends und Filmideen verantwortlich. Ain't no sunshine when it's on. In diesem Jahr habt ihr 2 Filme genannt, von denen ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel halte. Zum einen haben wir da Exit Wounds mit Steven Seagal und DMX. Den würde ich in die Kategorie Art of War packen. Mal ganz nett zum Gucken, aber im Vergleich zu Born to Die oder sogar Romeo Must Die mit Jet Li stinkt der doch schon ziemlich ab in der Filmografie von Andrei Batkowiak. Nun gibt es natürlich immer noch die Seagal-Jünger, die da wahrscheinlich etwas härter im Nehmen sind, aber zu denen würde ich mich jetzt nicht zählen. Der zweite Film ist Tomb Raider und ja, als Guilty Pleasure ist der schon zu gebrauchen. Außerdem muss man sagen, dass Angelina Jolie die perfekte Wahl für die damalige Lara Croft war. Allerdings war ich nie der Riesenfan der alten Tomb Raider-Spiele und halte mich da eher an die neue Trilogie. Und da sieht die gute Frau halt ein bisschen weniger, naja, ausgeschmückt aus. Dass Jolies Vater John Voight, mit dem sie ja seit Jahren im Clinch ist, hier auch mitspielt, ist natürlich nett. Aber Daniel Craig, den späteren James Bond, hier als überzeichneten Oberschurken zu sehen, ist natürlich irgendwie unterhaltsam. Nicht unbedingt mein Fall, die beiden Streifen, aber als Müll würde ich die jetzt auch nicht bezeichnen. Time to save the universe? Absolutely. Minority Report als Actionfilm zu betiteln, hat mir ziemliche Bauchschmerzen beschert. Deshalb habe ich den gar nicht erst mit reingenommen. Dafür ist mir der Actionanteil einfach zu klein und der Thriller-Aspekt überwiegt hier eindeutig. Nichtsdestotrotz mag ich den Streifen sehr, auch wenn er extrem überbelichtet ist. Steven Spielberg hatte so eine Phase in seiner Karriere, in der er das ganz gerne mal gemacht hat. AI fällt mir da zum Beispiel auch ein. Basierend auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick ist es hier vor allem die Prämisse von vorhergesehenen Straftaten und die moralische Debatte, die damit einhergeht. In Sachen Tom Cruise kann ich mich auch nur wiederholen. Der Typ hat einfach ein geniales Gespür für gute Drehbücher und Blockbuster. Egal, wie man privat zu ihm steht.
Außerdem habt ihr noch Naked Weapon genannt, in dem unter anderem Maggie Q als unfreiwillig ausgebildete Killerin auch mal nackte Tatsachen für sich sprechen lässt. Jetzt könnte ich als Mann sagen, dass allein dieser Umstand von viel Haut schon dafür sorgt, dass ich den Film mag. Aber als Actionfilm muss das Ganze halt auch irgendwo funktionieren. Und da liegt für mich der Hund begraben. Zur Fleischbeschau mag es für den einen oder anderen reichen. Um als Actionfilm hier gelistet zu werden, muss schon etwas bessere Action rein. Von mir aus auch angezogen. Naked Weapon. In diesem Jahr habe ich glatt einen Film vergessen, den ich eigentlich mit hätte reinpacken wollen und der natürlich hier und da auch von euch genannt wurde. Kate Beckinsale ist dabei in ihrem schwarzen Lederoutfit auch durchaus was fürs Auge, kann aber im Gegensatz zu Naked Weapon auch von der Action her überzeugen. Und auch wenn es hier um Werwölfe gegen Vampire geht, wird hier richtig schön ästhetisch geballert. Im gleichen Zeitraum ging auch die ganze Resident Evil Welle mit Mila Jovovich los. Und ich muss sagen, dass Kate hier eindeutig die Nase vorn hatte. Auch wenn mir bei Underworld auch der erste Teil am besten gefällt. Außerdem kam von euch ein ziemlich exotischer Beitrag, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass den nicht jeder auf dem Schirm hat. Vor allem, da er bei keinem Streamer verfügbar und lediglich als DVD zu haben ist. Und auch hier geht es um junge Mädchen, die zu Killerinnen ausgebildet werden. Diesmal jedoch in einem historischen Setting und mit mehr Drama-Anteil. Das Ganze ist auch wieder als Wuxia-Film mit großen Bildern und übertriebenen Kämpfen inszeniert und basiert auf dem gleichnamigen Manga von Yo Koyama. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den gar nicht auf dem Zettel hatte und dank euch jetzt nachholen konnte. Vielen Dank dafür! Mann unter Feuer ist auch wieder so ein Kandidat, den ich nicht als Actionfilm wahrnehme, auch wenn ich ihn grandios finde. Genauso wie den 2001er Training Day. Denzel Washington als rachenehmenden Bodyguard eines kleinen Mädchens sorgt streckenweise schon für Gänsehaut und man hat oft das Gefühl, dass man sich mit dem lieber nicht anlegt. Das Ende der Geschichte setzt dem Ganzen natürlich noch die Krone auf und ich wette, da sind auch den härtesten unter euch die ein oder anderen Tränen aus dem Auge gelaufen. Für mich persönlich einer der Top-Tony-Scott-Streifen und immer wieder sehenswert. Mit dem anderen Film aus diesem Jahr habt ihr mich ehrlicherweise nochmal kalt erwischt, da ich diesen zwar kannte, aber es ist schon eine Weile her, als ich ihn gesehen habe. Also gab's die Tage eine erneute Sichtung und siehe da, ihr habt natürlich absolut recht und der französische Streifen hätte in die Liste gehört und das auch ziemlich weit vorne. Beim zweiten Teil ist die Sichtung allerdings nicht so lange her und da bleibe ich bei meiner Meinung, dass der gegen den ersten ziemlich abstinkt. So kann's also auch gehen, aber ich weiß ja, dass ich mich auf euch verlassen kann. Donnie Yen war in vielen Kommentaren im Mittelpunkt und einige hätten sich natürlich auch Killzone SPL in der Liste für 2005 gewünscht. Allein schon damit Donnie auch höher in der Liste der Actionstars klettert. Und Killzone SPL ist dabei auch ein wirklich guter Martial Arts Actioner, der mir, warum auch immer, durch die Lappen gegangen ist. Ich werde Donnie daher noch ein paar Punkte für meinen Fauxpas gutschreiben. Das schubst ihn jetzt zwar nicht auf den Thron, aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein Jahr später setzte er mit Regisseur Wilson Yip auch noch Dragon Tiger Gate um, der zwar ganz coole Fights zu bieten hat, aber mir mit seiner Manga-Optik so gar nicht zugesagt hat und mich mit seinem CGI-Gekröse irgendwie an Dragon Ball erinnerte. Es kann natürlich auch sein, dass ich Killzone SPL und Dragon Tiger Gate einfach verwechselt habe und der Erstgenannte deshalb nicht in der Liste auftauchte. Die Namen sind aber auch echt seltsam.
Film Nummer 2 in diesem Jahr ist Konstantin, den ich ganz einfach unter Fantasy abgestempelt habe. Für mein Verständnis gibt es auch bei Comic-Verfilmungen noch Unterschiede, was den Schwerpunkt angeht. Doctor Strange wäre für mich zum Beispiel auch kein Actionfilm, da es hier nur noch um Zauberei und andere Dimensionen geht. Mir ist natürlich bewusst, dass nicht jeder diese Grenzen zieht, aber in meinem Eierkopf ist sie halt vorhanden. Und um nochmal zum eigentlichen Film zurückzukommen, Konstantin ist ein durchaus guter Streifen, der vor allem durch seinen neuen Ansatz punkten konnte. Ich finde allerdings, dass es auch hier fast 20 Jahre später keine Fortsetzung mehr braucht, auch wenn immer wieder gemunkelt wird, dass eine kommen soll. In diesem Jahr habe ich gleich drei Filme, die ich mir aus euren Vorschlägen gepickt habe. Zum einen haben wir da The Marine mit John Cena. Hierbei handelt es sich um einen klassischen B-Movie-Actioner, den man sich durchaus mal angucken kann. Dass John Cena hier sein Schauspieldebüt in einem richtigen Film gab, sieht man der Nummer auch an. Allerdings fliegt hier alle 5 Minuten irgendwas in die Luft und man hat das Gefühl, als hätten sich die Macher strikt an das 1x1 der 80er Actioner gehalten. Allerdings kommt das Ganze da eben nicht ran und wirkt wie gewollt, aber nicht so ganz gekonnt. Nummer 2 ist Lucky Number 11, der Geheimtipp, der so gut ist, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr so geheim ist. Und auch hier sehe ich keinen Actionfilm, muss aber allen da draußen raten, diesen Streifen schleunigst zu gucken, wenn man das noch nicht getan hat. Um Spoiler zu vermeiden, gehe ich auch gar nicht weiter auf die Handlung ein. Und zum Schluss haben wir da Miami Vice, der wohl stylischste aller Michael Mann-Filme. Und nach dem grandiosen Collateral dachte sich der Mann wohl, ich drehe jetzt nur noch hauptsächlich nachts. Am Ende fliegen hier auch gut die Fetzen, aber das reichte für mich auch nicht, um ihn als Actionfilm zu betiteln. Er teilt sein Schicksal also mit zwei anderen Michael Mann-Filmen, denn neben Collateral gab's ja auch noch Heat, den ich dreisterweise in den 90ern nicht berücksichtigt habe. Schande über mich. Kommen wir zu Mark Wahlberg und einem Film, den ihr im Grunde einstimmig in der Liste haben wolltet. Und auch den habe ich mir nochmals angesehen und musste feststellen, irgendwie hatte ich den anders in Erinnerung. Damit bleibt also festzuhalten, dass ich alt werde und auch Mark Wahlberg gerne noch ein paar Punkte auf sein Konto bekommt. Auch wenn es damit wahrscheinlich nicht mal für die Top 10 reichen wird. Dennoch ist Shooter ein wirklich schnörkelloser Actioner mit mehr als ein paar Aktionen am Snipergewehr, wie ich das im Kopf hatte. Und vor allem das Handgemachte macht daran richtig Laune. Also wieder ein Punkt für euch und Notiz an mich, den einen oder anderen Film nochmal nachzuholen, egal wie sicher man sich ist. Film Nummer 2 ist Hitman und da habe ich mich nicht vertan, den finde ich wirklich nicht so dolle. Auch wenn es zugegebenermaßen weitaus schlechtere Spieleumsetzungen gibt. Timothy Olyphant macht sich dabei nicht mal wirklich schlecht als Agent 47 und die Action ist streckenweise auch okay. Aber irgendwie hat mich das Ganze nicht abgeholt und schlussendlich hat's halt nicht für die Liste gereicht. Mit dieser Einschätzung bin ich aber offensichtlich auch nicht alleine, denn bei einer Zuschauerbewertung von 57 bei Rotten Tomatoes scheiden sich hier offenbar die Geister. Hitman, jeder stirbt alleine. Jason Statham hat in den Nullerjahren eigentlich eine wirklich gute Performance hingelegt und schnitt auch bei unserem Ranking der Actionhelden ziemlich gut ab. Wenn der charismatische Brite allerdings auf einen Autorenn-Trash-Film von Paul W.S. Anderson trifft, dann bin ich leider raus. Über den talentfreien Regisseur habe ich auf diesem Kanal schon genug rumgehackt. Death Race basiert dabei auf seiner grandiosen Idee, Frankensteins Todesrennen von 75 mit Sylvester Stallone neu zu verfilmen. Dass der Film seine Fans hat, kann ich im Grunde sogar verstehen. Schließlich ist das alles okay gefilmt, die Autos machen was her und Jason Statham reißt für viele vielleicht nochmal den Karren aus dem Dreck.
Aber für mich hat es auch hier nicht für die Liste gereicht. Film Nummer 2 in diesem Jahr ist ein kleiner thailändischer Martial-Arts-Streifen und hört auf den zuckersüßen Namen Chocolate. In diesem geht es um das Mädchen Zen, das durch ihren Autismus und dem Schauen von zahlreichen Bruce Lee-Filmen selbst auf einmal ordentlich austeilen kann. Also im Grunde genau der Gedankengang, den wir als Kinder alle hatten, als wir diese Klopperfilme gesehen haben. Das kann ich doch garantiert auch. Da Zens Mutter auch noch ein Problemchen mit der Mafia hat, muss sie also ran und den Gaunern zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Die Kämpfe sind auch wirklich gut choreografiert und inszeniert. Und zum Abspann gibt's in bester Jackie Chan-Manier die Outtakes. Die Story wäre gerne Rain Man, ist dafür aber leider streckenweise nur unfreiwillig komisch. Sehr schade. Und das war auch der Grund, weshalb er ganz knapp nicht in meiner Liste auftauchte. Dennoch eine Empfehlung von mir für alle, die mal wieder einer Frau beim Ärscheltreten zusehen wollen. Regisseur Gareth Evans und Iku Uwai. Im Jahr 2011 sollten sie dem Martial Arts Genre mit The Raid ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Und wie bei einem frisch gestochenen Tattoo wurde mit The Raid 2 nochmal ganz kräftig nachgezogen. Die Zusammenarbeit begann jedoch bereits 2009 mit Meran Tau, nachdem auch das Produktionsstudio von Evans benannt wurde. Die Kämpfe sind hier bereits ordentlich und auch was die Geschichte angeht, gibt sich Evans Mühe, sowas wie eine Fallhöhe aufzubauen. Allerdings muss ich ganz klar sagen, dass eine gute, nachvollziehbare Geschichte noch nie die Stärke dieses Mannes war. Und auch später bei The Raid gibt's wohl niemanden, der sagt, boah, was für ein Mafia-Epos. Und dabei will der Mann es so sehr. Auch sehr gut zu sehen an seiner Serie Gangs of London, die ich zwar empfehlen kann, aber die Story holpert auch da vor sich hin. Im Grunde hätte ich Meran Tau auch in die 2009er-Liste packen können. Aber mit dem Wissen, was da noch kommen sollte in den nächsten Jahren, wirkt Meran Tau wie reines Aufwärmen vor dem großen Knall. Universal Soldier Regeneration ist auch ein durchaus solider, guckbarer Teil der Reihe geworden und für mich ein deutlicher Anstieg zum wirklich verhunzten zweiten Teil. Allerdings bekamen die ihren richtigen Schub erst wieder durch den 2012er Day of Reckoning, der mit Scott Adkins frischen Wind in die Altherrentruppe brachte. Und wer auf 40er Jahre Noir-Detektivgeschichten steht, für den ist vielleicht Give 'Em Hell Malone etwas. Dort spielt Thomas Jane den knallharten Schnüffler Malone, der erst einen Koffer in seinen Besitz bringen soll und als er ihn dann hat, kommen böse Buben, um ihm das Teil wieder abzujagen. Dabei wird ordentlich von diversen Schießprügeln Gebrauch gemacht und die Story geht sogar als Story durch. Next time there's a new guy, tell him let the big bad black motherfucker go. Und damit sind wir nun wirklich durch. Es war mir natürlich wieder eine absolute Freude, mit euch ein Jahrzehnt durchzugehen, auch wenn die Qualität der Streifen mitunter nicht über Mittelmaß hinausging. Aber so hat man zumindest die Entwicklung des Actionfilms wirklich vor Augen und das Gerede von wegen früher war alles besser, trifft in diesem Fall leider zu 90% zu. Werfen wir noch abschließend einen Blick auf unsere Heldenliste, auch wenn selbst mit den weiteren Punkten nichts passiert ist. Von mir auf jeden Fall Glückwunsch an Jet Li. Guter Mann. Ihr könnt mir nun mal in die Kommentare hauen, womit wir weitermachen. Wollt ihr die 10er Jahre noch voll machen oder wechseln wir mal das Genre? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Eine schlechte Nachricht habe ich dann aber doch noch. Denn Schulz und ich gehen in die Sommerpause. So langsam wird's auch für uns mal Zeit, ein bisschen Urlaub zu machen. Und ich werde im August auch noch ein Jahr älter. Eieiei. Bleibt also gesund, holt vielleicht ein paar der genannten Filme nach und wir sehen uns am 2. September in aller Frische wieder. Hier bei Ungeschnitten.